হাত দিয়ে ডলে ডলে আমাকে চামড়া ধুতে হয় আমার নরম করে। Hier neben mir ist Sonali. Sie hat uns gerade erzählt, dass sie zu Hause bei ihrer Tante helfen muss, die Tierhäute zu säubern. Und sie muss das Wasser bringen und es wird ihr oft schlecht dabei. Und sie hat so mit den Fingern gekratzt und hat gesagt, das ist im Salzwasser. Und das tut so richtig weh, wenn man eine Wunde hat. Ihre Mutter ist gestorben. Ihr Vater will nichts mehr von ihr wissen. So sorgt jetzt die Tante für sie. Sie hat gesagt, sie bekommt meistens außer der Schulmahlzeit nichts. Und sie freut sich riesig wieder, montags zur Schule zu gehen, weil sie dort wieder was zu essen bekommt und natürlich auch Bildung. Für diese Kinder ist das oft die einzige Mahlzeit, die sie bekommen. Und es ist ein Riesensegen, dass sie da zur Schule gehen dürfen und wenigstens eine warme Mahlzeit am Tag bekommen. Dies ist ein wunderbares Beispiel, warum wir die Kinder hier unterstützen in den Schulen, weil sie Essen bekommen, weil sie Ausbildung bekommen und das bringt ihnen wirklich was für das zukünftige Leben. Das Missionswerk Karlsruhe hilft dort, wo es kann. Nicht nur in Indien, sondern auch in Deutschland, Südafrika und in Israel.